Die Woche beginnt diesmal mit einem Smoothie. So, zum Mittag gibt es gekeimte Lupinensamen und schmeckt mega lecker. Danke nochmal an Mindy, die mich da drauf gebracht hat. Und ja, das ist jetzt die zweite Hand. Also, das ist nicht wirklich eine Hand, das ist nur der Rest einer Hand. Also, die schmecken echt richtig, richtig geil, diese süßen Lupinensamen. Ich werde jetzt, habe jetzt probiert mal, so einen Snack zu machen. Ich habe jetzt hier auf die süßen Lupinensamen, ich weiß nicht, wie viele das jetzt sind, einen halben Teelöffel Sojasauce gemacht, dazu Paprikapulver, Korianderpulver und Fenchelpulver und ja, einfach so mal ja, so ein bisschen experimentiert, wie das dann schmeckt, und schmeckt natürlich noch viel geiler. Dick zu viel Sojasauce, würde ich sagen, also wirklich so ein paar Tropfen Sojasauce und halt frische Kräuter, und dann schmeckt das nochmal geil. Also das ist wirklich, also ich könnte mir vorstellen, also bin mir relativ sicher, dass ich jetzt den Rest heute auch noch esse, und ja, und dann ist das nächste, steht auch schon da. Wahrscheinlich wird dann weiter bestellt. Und zum Abend gibt's Bananeneis mit gekeimten Buchweizen. Heute Morgen gibt es einen Mini-Smoothie. Da ist nur noch ein bisschen von dem Wheatfruit, das Pulver drin, ein paar Sprossen, eine Banane und ein paar Hanfsamen. Und jetzt zum Mittag gibt es dann doch einen richtigen Smoothie. Und ja, da muss wohl sein. Wieder mal optimal gefüllt. Und am Abend gibt es noch einen riesen Salat. Da wird natürlich auch noch für morgen reichen. Mal sehen. Aus. Oh, Tomate, Gurke, Paprika, Chicorée, eingeweichten Wildreis, Paprika hatte ich schon gesagt, ja, Sesam, Salz, Limetten, Pfeffer, und das war's, glaube ich. Müsste eigentlich alles gewesen sein. Und bestimmt noch ein paar Sachen, Gurke, glaube ich noch. Naja, egal. Auf jeden Fall schönen großen Salat. Mega. Zum frühen Morgen habe ich mir eine Handvoll Süßlupinenkeime genommen. 5 Kaki. So, ein paar Lupine sind dann doch noch übrig geblieben. Denke mal so, also 300, 400 Gramm werde ich wohl gegessen haben. Und ja, jetzt habe ich einfach Appetit auf einen Smoothie. Und den gibt es jetzt. Was da drin ist, also ich habe es lange nicht mehr gesagt. Mach es einmal mal wieder. Es gibt da doch immer ein paar neue Abonnenten. Also in dem Smoothie ist im Endeffekt alles drin, was vollwertig ist. Das heißt, mit diesem Smoothie habt ihr alle Mineralstoffe, alle Vitamine und alle Aminosäuren gedeckt, die es zu decken gibt im Körper. Und ja, entsprechend sind drin Hanfsamen und Leinsamen für die Omega-3-Fettsäuren. Dann Proteinpulver, was aus Erbsen und aus Reisprotein zusammengestellt ist. Ein Drittel, zwei Drittel, das hat dieselbe Aminosäuresequenz wie Fleisch. Dazu sehr, sehr viel Grünkohl, Beeren sind drin, Weizengras und Gerstengraspulver ist drin, Reste von Brokkoli ist drin, und aber das variiert dann. Eine rote Beete ist drin, ein bisschen Pastinake, eine Möhre, Apfel, habe ich alles schon gesagt. Auf jeden Fall ein Sammelsurium an Vollwertigkeit. Und als Abendbrot gibt es hier noch ein bisschen von dem Rest von gestern. Das ist ein Wildreissalat mit verschiedenem Zeug. Brokkoli, Tomaten und Gurken und so weiter. Und der Morgen beginnt mit einem Smoothie. Und jetzt gibt es 8 Kaki. Lupinensprossen, heute mal mit ein paar Kräutern zusammen. Und jetzt gibt es einfach eine Schüssel eingeweichten Wildreis. Ich habe gerade 4 Orangen gegessen, das ist meine 5. und letzte. Und zum Morgen gibt es wieder einen Smoothie. Jetzt gibt es wieder Süßlupinensprossen en masse. So, ich fresse jetzt weiter meine Lupinensprossen und ja, mal sehen, wie viel ich davon jetzt noch esse. Und abends als Absacker gibt es noch ein paar Orangen. Eine Ananas und wieder Süßlupinensprossen, und jetzt gibt's wieder Orangen. So, und jetzt gibt's ein mega dekadentes Essen. Also was hier drin liegt, das sind locker mal 50 Euro. Es ist unglaublich, aber zum Glück habe ich hier nichts bezahlt, sondern ich wurde so quasi eingeladen. Und da sind hier drin Kelbnudeln, 2 Packungen Kelbnudeln. Eine Kelbnudelpackung kostet so 7, 8 Euro. Dann ist drin Sommertrüffel, ein ganzes Glas für knapp 30 Euro. Sommertrüffel. Und ja, und dann noch viele andere Gewürze und Dings. Also es ist ein Wahnsinnsessen. Mal sehen, ob es auch schmeckt.